Es geschah im Jahr 1918. Das Deutsche Kaiserreich hatte den Weltkrieg verloren, die Inflation griff um sich und vielerorts litt insbesondere die Zivilbevölkerung unter den katastrophalen Zuständen. Im November 1918 erreichte die Lage einen neuen Tiefpunkt, als die Versorgung endgültig zusammenbrach und die politische Führung keinerlei Perspektive mehr bieten konnte. Überall im Deutschen Reich wurden sogenannte Soldatenräte gegründet, die für Sicherheit sorgen und sich um die Ernährung der Menschen kümmern sollten, so auch in Zell. Hier wurde der Bader Christian Flesser zum Sprecher des Soldatenrates gewählt. Was niemand wusste, der Flessersbruder wollte sich damit nicht zufrieden geben. Zusammen mit seinen Unterstützern marschierte er im Herbst 1918 zum Rathaus, setzte den Gemeinderat im Handstreich ab und hisste zum Zeichen der erfolgreichen Revolution die rote Flagge über der Straße. Nach dem anfänglichen Erfolg stellte sich jedoch bald Ernüchterung ein. Die neue Regierung sah sich nicht dazu imstande, die Lage zu entspannen. Schnell wurden erneut Forderungen nach einem Machtwechsel laut und Flesser sah sich gezwungen zu handeln. Schließlich fand er eine für ihn adäquate Lösung. Er zog mit einer kleinen Gruppe durch die angrenzenden Ortschaften und forderte die Bauern dazu auf, Abgaben an die Marktgemeinde Zell zu liefern. Notfalls, so ist es aus Großlausnitz überliefert, würde man Gewalt anwenden, um an Erpfel, Fleisch und Kohlraum zu kommen. Im Loßnitzer Ortsvorsteher hatte Flesser jedoch seinen Meister gefunden. Der organisierte eine Bauernwehr, rüstete sie mit Waffen aus, die vom Krieg übrig geblieben waren, und zog mit ihnen gegen die Marktgemeinde Zell, wo Flesser sich währenddessen am Marktplatz verschanzt hatte. In der Gaststätte des Georg Diedl sah sich die anrückende Bauernwehr schließlich sogar mit einem Maschinengewehr konfrontiert. Als sie fliehen wollten, erkannte jedoch einer von ihnen, dass es sich dabei lediglich um eine grün lackierte Wurstfüllmaschine gehandelt hat. Es kam am Ende, wie es kommen musste. Nachdem man in Hof eine Reiterstaffel aus München gemeldet hatte, brach die Revolution in Zell in sich zusammen. Ruhe kehrte ein und man vergaß, über die Vorgänge zu berichten. Bis heute, fast 100 Jahre später, haben sich gut drauf und gut drunter die Geschichte zum Vorbild für ein Liedchen genommen. Der Erste Weltkrieg war vergeigt, och na, im Zelt hungerten die Leid, och na, der Flessers Frisieren und Diebestohlen und stürmt das Rathaus unverhohlen, hisst die rote Flagge, Revolution am Wollstab, Revolution am Wollstab. Der Hunger, der ist schnell besiegt, hurra, hurra, wenn's mehrer vor die Dörfer kriegst, hurra, hurra. Die Bauern müssen doppelt zollen, sonst zünden wir ihrer Scheine an. Erpfel für die Revolution am Wollstab. Revolution am Wollstab. Jawohl! Widerstand, och na, och na, mit Mistgabeln in ihrer Hand, och na, vor Loßnitz zieht die Bauernwehr noch Zell und schreit vor weitem Meer. Jetzt ist Moll Schluss mit Revolution am Wollstar. Revolution am Wollstar. In Zell tobt der Guerillakampf, hurra, hurra, der Flesser hat sich schnell verschanzt, hurra, hurra, lackiert der Waschmaschinerkrieg und stellt's er vor die Haustür hin, eine Maschine quer für die Revolution am Wollstab. Revolution am Wollstab. So, hier werden zwei Hände. Ganz schnell bleich, hurra, hurra, und flüchten auf die Dörfer gleich, hurra, hurra. Die Freude hielt nicht allzu lang, da kamen die Soldaten dran und stoppten je die Revolution am Wollstab. Revolution am Wollstab. Und die Geschichte hat eine Moral, hurra, hurra, hast Eiche mit deinem Nachbarn mal, hurra, hurra. Hol die Waschmaschine rauf und schmier ne grüner Lack schnell drauf, dann ist bald wieder Revolution am Wollstab. Revolution am Wollstab.
Übrigens, für Christian Flesser ging das Ganze recht glimpflich aus. Er hatte die Wahl zwischen 2 Wochen Gefängnis oder 15 Mark Entschädigung. Nach der Zahlung sah man über weitere Strafen hinweg.